Hallo, Harley hier und willkommen zurück zu Ascendancy. Wir sind jetzt immer noch auf dem Schlachtzug gegen die letzten verbleibenden Spezies, die bald auch kein Licht mehr sehen werden. Sie wollten keinen Frieden, sie werden jetzt keinen mehr angeboten kriegen. Hier ist jetzt vorbei. Unterwelt? Und Land's End? Wo kommt denn Unterwelt jetzt her? Ist egal, werden wir dann auch sehen. Muss man noch mal ein bisschen drehen vielleicht? Ah, ja. Oder? Unterwelt ist nämlich unser schon, in unserem Safe-Gebiet. Jetzt habe ich's. So, da ist ja nicht viel. Wir haben ein Invasionsmodul, das hat auch noch Invasionsmodule über. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Stück. Sollte eigentlich reichen. Wir können den Eroberer einfach mitnehmen. Der hat auch noch ein paar. Diesen einen Planeten nehmen wir unten in Land's End noch. Brauchen den, schaffen wir auf alle Fälle. So, was haben wir hier? Du bist Verbraucher. So, erstmal einen Tag weiter. Ja, so weit muss man dann ja auch noch gehen. So, du bist eigentlich in Ordnung. Du kannst da bleiben. Wir haben noch einen Eroberer. Der ist hier auch auf An. Die beiden müssen ausgestattet werden und nachher das, was von da unten wieder hochkommt. So, ausrüsten. Invasionsmodule. Einfach vollhauen. Schnell, 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 schnell. Wir haben doch keine Zeit. Geht es auch ein bisschen schneller. So, einen Schlupp angetroffen. Schön, dass du in den Schlupp angekommen bist. Wir geben dir jetzt eine Chance. Hau ab. Nein. Okay. Schilde an. Du willst nicht abhauen? Dann heule. Willst es auch versuchen, wa? Kannst trotzdem heulen. Du machst das nicht lange. Hey! Hast du etwa ein anderes Schiff angegriffen? Hast du etwa mal ein anderes Schiff angegriffen? Die KI ist lernfähig. Naja. So bedingt. So, hier ist Orbit verlassen. Ein Schiff fertig geworden. Ich glaube hier, ja genau. So. Dann können wir noch mal ein paar Schiffe nachschicken. Hast du es noch Invasion? Ja, du hast noch. Das reicht. So. Soll da unten irgendwann mal... Ich wollte gerade sagen, da unten muss er irgendwann... Ihr seid ins falsche System geflogen. Ihr sollt nach Land's End fliegen. Verdammte Kacke. Nach da. Nicht nach da. Okay. Nein, nein. Hör auf mich zu schießen. Wir sind ja schon weg. Wir sind schon weg. Keine Sorge, ist alles in Ordnung. Wir wollten nur kurz Hallo sagen. So, du hast keine Invasion. Wir suchen ein Invasionsmodul, das noch Invasionsmodule hat. Hier sieht zum Beispiel gut aus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So. Ihr beiden fliegt jetzt da runter, ihr fliegt ins richtige System, dann brauche ich mich nicht wundern, was denn da schon wieder schiefgelaufen ist. So, ihr beiden fliegt hier hin und nehmt die anderen nach in Empfang. Ich habe mich schon gefragt, warum das so lange gedauert hat, die Sternstraße ist ja länger. Muss man erstmal hintersteigen, ne? Man hätte sich das auch merken können. Ich habe zwischen den Folgen 20 Sekunden nur gewartet und schon hatte ich es vergessen. So, der Eroberer schmeißt das mal an. So, welches Schiff wurde jetzt rangezogen? Bestimmt das andere, natürlich. Ist auch egal. Wir konzentrieren mal auf... konzentrieren mal auf dich, nein. Einfach mal auf dich gesetzt, hier zentriert. So, jetzt habe ich's. Das Invasionsmodul hat immer noch keine Waffen. Du brauchst keine Schilde. Die braucht nur das andere.
Das ist egal, so. Die einzige Chance, die die Dubtacken jetzt hier haben, ist sozusagen im Invasionsmodul die ganze Energie wegzuballern. Und das schaffen die wohl auch ganz gut. Komm mal her, hau mal ab. Ja, danke, dass ihr das Schiff ranzieht, das noch genug Energie hat. Das stört den Eroberer nämlich herzlich wenig, wenn ihr auf ihn schießt. Das Invasionsmodul hat auch nicht genug Energie, um da jetzt noch hinzukommen, ne? Natürlich nicht. Ja, dann schießen wir einfach so lange weiter, bis hier kein Gegenfeuer mehr kommt. Damit nicht versehentlich was kaputt geht. Ah, einen machen wir noch, nur zur Sicherheit. Kommt noch was? Nein? Gut. Hier, Schilder aus. Nächster Tag. Halt, Schilder erstmal wieder an. Hier können auch die Schilder an. Und dann beweg dich da mal hin. Oh, hat sogar gereicht. Jetzt die Schilder hier anschmeißen müssen. Invasion 7. So, damit können die Gegner schon wieder ein Schiff weniger bauen. So muss das sein. So, Rassen, Geheimdienst. 2, 4, 6, 7 Planeten habt ihr noch. Die können nicht viel verteilt sein. Es scheinen nämlich nur die zwei Systeme überhaupt zu sein, wo ihr drinne sitzt. Alle haben miteinander Krieg. Ich gehe mal davon aus, dass die Kambodscha sich das holen werden. Das Heimatsystem der Dubtacken hat wie viele Planeten? 1, 2, 3. 3 sind hier, da müssen ja hier 4 Stück jetzt sein. 1, 2, 3, 4. Ja. Das ist ja schön. So. Wir fliegen einfach weiter. Wir werden auf die Restschiffe erstmal nicht warten. Hier werden ja auch noch andere Schiffe ausgerüstet, ne? Ja, 3 Tage. Das andere Schiff muss auch noch ausgerüstet werden. Die fliegen dann nachher mit den anderen beiden wieder hinterher. Kommen wir noch irgendwelche über die rote Sternstraße, wenn ich es richtig im Kopf habe. So. Orbit verlassen. Ausrüsten. Kriegen wir hin, ja, so. 15 Tage, fertig. In Schlupp. Genau. Ihr könnt hier warten, bis alle Schiffe da sind, auch die von der Roten Sternstraße noch kommen müssten. Damit wir die zusammen haben. Ach, guck mal, hier hätten ja auch noch 2, die aus der falschen Richtung kommen. Eine ganze Flotte noch in Reserve. So, du kriegst erstmal automatisch schon die Schilder an. Weil du einfach das größte Problem hast. Was wäre, wenn du dich da positionierst, um angegriffen zu werden? Das wäre doch eine Option. Wir haben ein Opferschiff. Welches aber genug Schilder hat und so weiter, das müsste eigentlich durchhalten. Ja, das macht das schon irgendwie. Und wenn nicht, naja gut, wofür hat man Opferschiff? Um geopfert zu werden und erstmal ordentlich Feuer zu kriegen. Das ist jetzt der Tank in dieser Runde. Ne, Damage-Dealer haben wir ja genug. Heiler sind uns leider ausgegangen. Die finden wir ab und zu mal auf irgendwelchen Planeten. Nur kleine Medikits. Naja, schieß du mal. Wenn die Energie da leer ist, muss ich zurückfliegen. Die Schilde ausstellen und einfach wegfliegen. Dann müsste das ja auch noch klappen. Aber jetzt aber... Das mit der... Also es gibt ja wirklich schon... Du hast noch Schilde an. Hat ja noch einer Schilde an, der das nicht darf? Nein? Gut. Kann ja nicht angehen. Hat der einfach Schilde an. Ich hab mich schon gefragt, warum geht deine Energie runter? Muss man drauf achten? So, leer. So, auf den schießt es einfach auch noch. Einen Schuss kriegst du jetzt noch ab und dann musst du abhauen.
Halt, nee, du darfst noch schießen. Ich wollte schon das nächste Schiff auswählen, soweit waren wir noch gar nicht. So, einmal hat es noch Britzel gemacht, dann wirst du jetzt mal deine Schilder ausstellen und haust hoffentlich erfolgreich ab. Nö. Das war's jetzt eindeutig du. Nächstes Opferschiff nach vorne. Danke. Ist ja nicht schlimm, ne? Dafür haben wir sie. Es sind auch nur vier Planeten und der dritte schießt erst. Und jetzt schießt keiner mehr, das ist gut. Ist euch aufgefallen, dass ich kein Invasionsschiff mitgeschickt habe? Bestimmt, mir nicht. Hat hier einer Invasionsmodule? Ja, danke. Invasion, okay, schief gelaufen, das hatte ich mir gedacht. Hier wird aber ein Schiff gebaut. Das muss klappen. So, hast du Invasionsmodule natürlich... Ah, nee, du warst es ja. Und du hast keine Invasionsmodule. Du hast noch Invasionsmodule. Wir brauchen doch bestimmt hier auch wieder 13. So, es waren erst 8. So ein Mist. Was haben wir hier? Natürlich keiner, du kannst auch abhauen. Und was haben wir hier? Auch noch Invasionsmodule. Los, komm! Mut zur Lücke! Mist. Du hast jetzt auch keine, ne? Natürlich nicht. Der gesamte Angriff war für ein Arsch, Leute. Rückzug. Wir brauchen... ja, schnell abhauen. Wir brauchen Invasionsmodule. Wir haben die ganzen Schiffe vergessen. Das ist ja auch klasse. Genau so muss das sein. Planungsfehler über Planungsfehler. Aber die werden ja, guck mal, da Invasionsmodul ist ausgerüstet. Orbit verlassen. Es werden wieder mehr. Da oben kommen ja auch noch welche. So, alle Schiffe sind wieder da. Wir werden nur noch mit der kompletten Flotte jetzt losfliegen. Das kann ja nicht angehen so. So, Flotte sammeln. Dann werden wir wieder in dieses System fliegen. Dort wird dann wahrscheinlich, wenn wir Pech haben, ein Schiff auf uns warten. Oder das Schiff wird direkt in unsere Flotte reinfliegen. Das sehen wir dann. So, Leute. Dich hätte ich eigentlich mehr sparen können. Dich da jetzt schon hinzuschicken. Du warst doch schon so angeschlagen. Da. Da. Nein, immer will ich den hier. Dieses Geklicke, ne? Ich tick, tick, klick, klick. Klick, klick. Das, macht einen schon mit der Zeit ein bisschen rammdösig, wenn man so viele Schiffe hat. Aber mit weniger brauchst du auch nicht ankommen. Oder, am besten noch mehr. Wie sieht's denn aus? Noch 23 könnten wir noch. Will ich 23 Schiffe haben? Im Orbit von Schlupf 5? Achso, wird gerade ausgerüstet. Ah. Was haben die Pfeile dahinter zu bedeuten? Das weiß ich auch nicht. Erfahrung? Größe? Die sind so voll. Wie lange die schon existieren? Ich habe keine Ahnung. Sollte jemand das Spiel kennen und wissen, was das hier bedeutet? Einfach melden. Ich höre mir das gerne an. Oder lese mir das gerne durch. Wobei ich... Warum habt ihr auf einmal mehr Planeten? Die verarschen mich doch. Die haben bei den Kambodscha geräubert. Ne? Habt ihr immer noch Krieg mit... Ja, alle noch Krieg miteinander. Genau so muss das sein. Wir nutzen die Gunst der Stunde. Wir tacken an der feindliche Kolonie. Wir... setzen unser Opferschiff hier schön mit dich rein. Danke. Das Invasionsmodul brauchen wir erstmal nicht. Bitte weiter auf das Opferschiff schießen. Danke. So muss das sein. So muss das sein. Bleibt bitte dabei. Wir werden uns diesen Planeten erst als nächstes schnappen. Oder als erstes schnappen. Weil der es nicht anders verdient hat. 30 Tage, bis das Schiff fertig ist. Allein schon deswegen. Wenn die schon Schiffe bauen, dann müssen die auch weg. Und die feuern wie die Irren. Warum ziehst du das denn jetzt ran? Jetzt auch einmal für schießen können.
Oh, jetzt hör doch mal, das mit diesem... Ah. Ich will diesen Planeten haben. Invasionsmodul, ran da. Invasion, noch 3. So, hat auch lang genug gedauert. Orbit verlassen, Invasionsmodul, flieg mal wieder hier hinten hin, da störst du keinen. Nein, welches Schiff? Warst du das? Wurdest du geschossen? Wenn ja, wär doof. Flieg auch mal nach da hinten. Ja, du stehst da mittig zentral. Eins von euch beiden muss es gewesen sein. Dich können wir anschmeißen. Dich können wir auch mal anschmeißen. Noch irgendein schwer angesch... Oh, oh, oh. Warst du es? Nee, es hat aber ja Zazin gemacht. Immer noch nicht. Da. Du musst auf alle Fälle dann ausgerüstet werden. Okay, Invader 2 hat sich abgesetzt. Kann dann theoretisch auch die Schilde wieder aus, ist ja auch egal. Invasion, jetzt haben wir nur noch Invasionsmodule mit und keine Angreifer mehr, ne? So, jetzt wirst du von da angegriffen, das ist in Ordnung. Du hast ja die Schilde an. Dich setzen wir jetzt auch einfach mal hier hin. Er wird angegriffen, gute Schilde aus und feuerfrei auf die anderen beiden schönen Planeten. Die können jetzt ja auch nicht mehr so viel Schilde haben. Jetzt aber. So, dies ist aus. Hör auf zu schießen da hinten. Du bist auch gleich noch dran. Wir haben genug Invasionsmodule diesmal dabei. Du brauchst ja keine Hoffnung machen, dass du wieder ungeschoren davonkommst. Wie alle anderen Planeten in der vorherigen Runde. So, leer geschossen oder was? Scheint so. So, so. Ach, Gammelwaffe. Lassen wir erstmal bleiben. Aber den Planeten müssen wir doch von den Orphan haben. Das ist doch einer, ja, es ist ein schwarzer. Da kann keiner drauf bauen aus den Orphan. Abgesehen, man baut halt diese, ja, Namen vergessen. Die Terraforming-Sachen. Dann kann man dort auch, also muss man jedes einzelne schwarze Feld terraformen und könnte dann auf denen bauen. Die werden dann als weiße Felder. Aber so wie ich mir den Planeten da angucke, machen die das auch nicht wirklich, ne? Ja, haben sie wahrscheinlich kurz mal, aber auch, glaube ich, noch nicht so lange. Genauso wie sie auch anscheinend nur hier Orbit gebaut haben und für einen Planeten sucht wie gar nichts. Verbraucht. Na gut, ach, dann baller du mal ein bisschen. Wenn du da schon so rumstehst. Hast schon ein bisschen was abgekriegt, dann darfst du auch selber mal feuern. So, wir haben ein Invasionsmodul, das noch Invasionsmodule hat. So, Invasion, okay. Und, Orbit verlassen, ab ins nächste. Da ist noch ein kleiner Zwerg. Invasion, okay. Und, stand da gerade, wir haben schon über 100 Planeten. Da habe ich schon lange nicht mehr drauf geachtet. Jetzt Eroberer, da ist Invasionsmodul. So, da ist auch nochmal Duptaken. Invasion, okay. Und ich habe wieder nicht geguckt, wie viele Planeten wir haben. Und jetzt noch hierhin. Invasion. 111 Planeten in unserem Besitz am Ende dieser Folge. So muss das sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir schauen mal. Die letzten drei Kolonien haben die Duptaken ja in ihrem Heimatsystem, wenn ich mich nicht irre. Das werden uns auch wahrscheinlich die Kambodscha abnehmen. Die Planeten schaffen wir bis dahin nicht mehr. Es sind noch 1, 2 Systeme auf dem Weg. Die müssen wir noch nebenbei mitnehmen. Also 3 Systeme auf dem Weg. Das wird gar nicht... Nee, das ist eine rote Sternstraße. Wenn hier nur 3 sind... Nee, hier sind auch 4. Wird also irgendwie nach Luxor oder so... Oder nee...
Wer? Pff, keine Ahnung. Nee, 1, 2, 3, 4. Von dort geht's dann weiter nach Luxor. Luxor ist da. Müssen wir also hier erobern und dann da hinten. Da müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich glaube erstmal nicht. Das werden halt, wie gesagt, die anderen für uns erledigen. Ist auch in Ordnung. Wir können doch mal, so, einfach nur aus Spaß. Nein, kein Frieden. Hier, da, nein, auch nicht. Ihr seid selber schuld. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis denn. Tschüss.